schließen lassen, dass es irgendwann in der Vergangenheit Leben auf dem roten Planeten gegeben haben könnte. War das wirklich so schlimm? Warum muss ich jeden Tag den Müll raustragen? Wie würde die Welt wohl aussehen, wenn keiner den Müll wegbringen würde? Was meinst du? Na, einfach klasse. Apropos Müll, hast du dein Zimmer schon aufgeräumt? Vergiss nicht, die Tür zuzumachen. Milo, Schätzchen, gehst du bitte mal ran? Muss ich hier jetzt alles machen? Hier, Mom, Sklavenhütte, Gefangener 331 am Apparat. Hey, Stinker. Dad! Hey! Bist du gleich da? Weil die nächste Vorstellung ist um 5 und dann erst wieder um 7. Warte, langsam. Ich werde es nicht rechtzeitig schaffen. Boah, aber du musst unbedingt den Anfang sehen. Da bringen die Vampire das Flugzeug. Ja, ich weiß, aber stell dir vor, mein Flug wurde gestrichen. Und solange das Wetter so bleibt, fliegt auch keine Maschine mehr. Tut mir wirklich leid, Milo. Ich komme nach Hause, sobald ich kann. Hab dich lieb. Okay, bis dann. Hallo, Schatz, was ist denn? Ach, das ist ja blöd. Milo hatte sich schon so drauf gefreut mit dir. Ja, ich weiß. Ich würde sagen, wenn er brav sein Abendessen aufisst, kann er nachher Zombie-Dämmerung 3 auf dem Pay-TV-Sender sehen. Ja! Boah, halt. Erst isst du noch den Brokkoli auf. Vom Brokkoli wird mir schlecht. Ich mag ihn nicht und er sieht aus wie Gehirn. Ja, aber du magst doch Zombies und Zombies lieben Gehirne. Wie kommst du denn da drauf, dass ich sie mag? Ich finde sie abscheulich. Ich bin für die, die sie vernichten. Verstehe. Trotzdem, kein Brokkoli, kein Film, Milo. Milo, komm mal her. Ist das Brokkoli? Nein, eine Kotze, aber man kann es wirklich leicht verwechseln, hast recht. Hatte ich dir nicht gesagt, du sollst das essen? Aber das willst du doch jetzt nicht mehr, oder? Geh zu Bett. Aber du hast doch gesagt, ich darf... Nein, ganz bestimmt nicht, nachdem du mich angelogen und den Kater vergiftet hast. Der Brokkoli war vergiftet? Nein, warum sollte der Brokkoli denn vergiftet sein? Du hast doch gerade gesagt, dass... Nein, ich meinte, dass er für Katzen giftig ist. Wie kann der Brokkoli für mich gut sein, wenn er für die Katze giftig Weil ist? Weil Katzen nun mal kein Gemüse vertragen. Ja, vielleicht vertrage ich auch kein Gemüse. Milo, geh einfach zu Bett. Sofort. Ich dachte, ich hätte gesagt, du sollst ins Bett gehen. Nein, du hast es mir gesagt, zu Bett gehen und nicht ins Bett. Du hast dich nicht klar ausgedrückt. Milo!
Mein Leben wäre so viel besser, wenn ich als deine Mutter nicht ständig schimpfen müsste. Und mein Leben wäre so viel besser, wenn ich überhaupt keine Mutter hätte. Digga, wach auf. Ich kann nicht schlafen. Ich hätte das vorhin nicht sagen sollen. Es war nicht nett von mir. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ich sollte mich bei ihr entschuldigen. Richtig? Sie muss wissen, dass es mir leid tut. Sofort! Bist du noch wach? Ich wollte dir nur sagen, dass... Mom? Mom? Natti!
ich jetzt Superkräfte? Versteht ihr? Könnt ihr? Oh, oh nein, nein! Ihr könnt nicht! Was macht ihr denn da? Nicht, lasst mich! Was ist das? Okay, schon gut. Red dich ab, JR. Du willst doch nicht ernsthaft, dass ich dich fallen lasse. Mach's dir bequem und genieß den Flug. Wir befinden uns im Landeanflug. Vorsicht, Richtung F. Ich bin Gribble. Gribble der Erste.
Und wie nennst du dich? Nein, lass mich raten. Maverick. Nein. Wolfman? Nein. Iceman? Nein. Hast du Top Gun gesehen? Ich heiße Milo. Milo, hallo. Oh, apropos Milo. Weißt du was? Ich nenne dich Milo. Schlag ein. Du bist ein Mensch. Du bist von der Erde. Psst, halt den Mund. Bist du verrückt geworden? Ich mache doch bei Ronald Reagans geheimen Astronautenprogramm mit. Den Geheimonauten. Hast du vielleicht schon von uns gehört? Wir sind hier, um die Bedrohung durch den interplanetaren Kommunismus in der Galaxie zu stoppen. Deshalb nennen sie ihn auch oft den roten Planeten. So verrücktes Zeug mache ich andauernd, Mann. Du wirst dir viel Spaß haben. Hey. Das ist eine ganz schön wackelige Angelegenheit hier. Doch, komm, ich will dir was zeigen. Wenn du mit mir mithalten willst, musst du dich beeilen. Warte! Jetzt komm schon runter. Check mal mein Zimmer, Flo. Oh, Kumpel. Hast dich noch nicht an die geringe Schwerkraft gewöhnt, was? Okay. Keine Sorge machen, das haben wir gleich. Ich krieg nämlich alles hin. Da ist er ja. Hast doch gewusst. Nein, hör zu, ich muss unbedingt meine Hand abnehmen. Da bleibst du unten, Bruder. Was ist das? Da kommt er hin, okay? Den lass ich patentieren. Nenn ihn Göbelmeister 3000. Funktioniert, hä? Oh. Wahnsinn. Oh. Komm, ich zeig dir, was cool ist. Was? Halt dich gut fest. Banzai! Na, bringt der Bleigürtel was? Das musst du sehen, Mann. Sie versuchen rauszukriegen, wie du entkommen bist. Da sie selbst. Oh, du meine Güte! Ich komme hier nicht raus! Hilf mir! Oh, warte. Pass auf. Bing. Willst du hören, was sie sagen, kabbelst du? Warte, Wirbel, ich muss meine Mutter finden. Two Cat, das ist das Letzte. Da ist er. Was ist das? Ein Übersetzer. Warte, au! Unerlaubte Rudelbildung? Ich weiß, das sagen die jedes Mal. Komm mit, Mann, das ist schon cool. Hey, komm rein. Na, wie findest du es, Bruder? Hä? Was meinst du? Na, das Zimmer hier, Kumpel, das ist für dich, Mann. Wie findest du es? Für mich? Oh, beachte ihn nicht, es. Ich habe versucht, ihn zu meinem Bodyguard zu machen, aber er ist zu nichts Nutze. Er ist einfach nur ein Weichei. Oh, geht. Den schaffe ich wieder ab. Aber vergiss es, Mann, das ist Schnee von gestern. Ich hab ja jetzt dich. Mich? Ja. Was redest du da, Gribbel? Na, ich rede von dir und mir, Flo. Beste Freunde. Unzertrennlich. Hängt ständig rum. Videospiele den ganzen Tag. In die Glotze gucken die ganze Nacht. So viel in die Glotze gucken geht gar nicht, Mann. Mom? Oh ja. Zu viel Glotzen geht vielleicht auch, Mann. Nicht! Hey, komm mit, ich will dir hören, was zeigen. Ich will hören, was die sagen. Terminator? Einer meiner Lieblingsfilme. Hey, lass uns gehen, ja? Ich will dir was Cooles zeigen, warte. Alter. Warte, Wibble, was ist da los? Ich will es dir nicht sagen und du kannst mich nicht zwingen, okay? Vergiss es einfach. Nein, Wibble, sag's mir, bitte. System überlastet. Sag's mir. Ja. Hilfe. Sag's mir. Oh mein Gott. Okay, du hast gewonnen. Lass los. Das brennt ganz schön. Okay, ich sag's dir. Die Marsianer brauchen immer wieder neue Mütter. Was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Das hier sind junge, also Baby-Marsianer. Und so alle 25 Jahre schießen sie aus dem Boden wie Kartoffeln. Die Marsianer haben das Muttersein überhaupt nicht drauf. Was total ironisch ist, denn der Laden hier wird ausschließlich von Frauen geleitet. Kannst du mal zum Punkt kommen? Na schön. Was sie aber wirklich gut können, ist Roboter konstruieren. Diese Nannybots ziehen die Mädchen auf. Jeder Nannybot schafft es, ein Kind großzuziehen. Danach ist er fix und fertig. Und kann nicht mehr eingesetzt werden. Hättest du Muttersein für so schwer gehalten? Schwer? Wozu holen sie dann meine Mom? Okay, die Nannybots müssen jedes Mal neu programmiert werden, verstehst du? Also suchen sie dafür eine Mutter aus, die ihr Kind wirklich gut im Griff hat. Hey, das ist ja bei mir zu Hause. Und das bin ich. Sind das die Erinnerungen meiner Mutter? Ja. Das Einzige, was die Marsianer interessiert, ist Ordnung und Disziplin. Was sollte das denn werden? Sag mir, was sie mit meiner Mom vorhaben. Also gut. Sie selbst. Also mit dieser Erinnerungsextraktionsmaschine entziehen sie deiner Mom das nötige Wissen und übertragen es auf die Nannybots. Das funktioniert mit einer Art Solarwind-Fokussystem. Das heißt, wenn die Sonne aufgeht, entziehen sie ja alles, was sie zur Programmierung der Nannybots brauchen. Und das war's. Aber warte! Dann verliert meine Mama also ihr ganzes Wissen? Ja, so kann man das sagen.
Das darf nicht passieren. Wir müssen sie unbedingt retten. Ja, das ist unmöglich. Am besten, du hackst es ab und schaust nach vorne. Wir müssen es versuchen. Wir müssen es versuchen. Das, mein Freund, ist eine marsianische Armbanduhr. Weißt du, was die Striche bedeuten? Die Zeit bis zum Sonnenaufgang. Nach der Uhr müsstest du noch ungefähr 6,93 Erdenstunden Zeit haben. Keine 7 Stunden mehr, das ist alles? Angenommen. Nur angenommen. Wir würden es wirklich versuchen. Wir verkleiden dich. Und nehmen die ganze wahnsinnig coole Spionausrüstung dazu her, um dich an die Oberfläche zu bringen. Die Marsianer, Mann. Die haben dich doch sofort entdeckt. Und dann jagen sie dich und schießen auf dich. Und... Moment mal. Das ist eine super Idee. Aber du hast doch gerade gesagt, dass sie auf mich schießen werden. Was? Oh, nein, nein, nein. Habe ich das von Schießen gesagt? Völliger Quatsch. Das hast du gerade gesagt. Wer hat das gesagt? Hat jemand gesagt, dass man auf ihn schießen wird? Da hast du was falsch verstanden. Niemand schießt auf irgendjemand. Dir wird nichts passieren. Vertrau mir. Das wird so cool. Nein, weißt du was? Das wird mehr als cool. Das wird... Gribbeltastisch. Ja. Bist du sicher, Gribble, dass das doch wirklich funktioniert? Ja, Alter, das wird der Wahnsinn. Die Verkleidung ist genial. Glaub mir, du fällst damit überhaupt nicht auf. Nicht mal die Sis wird dich entdecken. Die Sis? Was ist das? Oh ja, hab ich vergessen zu erwähnen. Das ist der geheime Sicherheitsdienst. Die Sheriffs in den schwarzen Uniformen. Aber keine Sorge, um die kümmere ich mich schon. Hast du sonst noch was vergessen zu erwähnen? Was? Nein. Was denn? Ich? Alter, großes Indianer-Ehrenwort. Wir zwei halten doch zusammen. Er wird sich, sobald er oben ist, durch irgendwas verraten. Dann jagen sie ihn erstmal um den halben Mars. Und irgendwann halte ich ihn dann seine Hinterteile. Er wird so dankbar sein. Das wird voll cool. Nerv mich nicht. Okay, okay, gut. Ich hab ein bisschen geschwindelt. Aber das war doch nur zu seinem Besten. Danach wird er sich nur noch hier unten aufhalten, wo er sicher ist. Jetzt ist aber Schluss. Hör auf, mich so anzusehen. Ich werde schon auf ihn aufpassen. Ich zeig's dir, warte. Sobald er am Kontrolltor ist, löst er den Alarm aus. Die Wachen umstellen ihn. Ich drücke auf den Knopf hier. Die Reinigungsluke geht auf. Er fährt runter in die Wartungsetage und von dort aus rettet er sich über den Müllschacht. Siehst du? Ist total simpel. Okay, keine Sorge, das klappt schon. Aber wenn irgendwas, Seltsames oder Unerwartetes passiert, dann rennst du, was das Zeug hält, okay? Siehst du, hab alles unter Kontrolle. Pass jetzt gut auf. Hab den Falschen erwischt. Oh mein Gott, nein! Oh, oh, nein, 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 nein! Ja. Gribble, wo bringen die mich hin? Okay, gib mir eine Minute. Krieg nicht gleich Panik. Oh Mann, du fährst nach oben. Und das ist nicht gut. Ich hab gedacht, ich will nach oben. Ja und nein. Das ist ein sehr, sehr schlechtes Oben. Okay. Keine Panik. Mach dich startklar. Wofür? Fürs Abhauen zum Beispiel! Renn! Und er ist gestartet! Endlich! Wo muss ich hin? Mann, bin ich gut! Ich bin ein Flippy, Superman, Hippie, los, Gott, ich bin nicht hoch! Ein Tentapper, Hip-Hopper! Hör auf, dich wie ein Idiot zu benehmen und sag mir, wo ich hin soll! Oh,
Hast du mich gerade Idiot genannt? Wo muss ich hin? Ich hab keine Ahnung. Nein. Erst musst du dich bei mir entschuldigen. Bravo! Ich warte. Na schön, es tut mir leid. Entschuldigung angenommen, nach links. Nein, nicht das links. Nicht das links, das andere links. Zurück, Mann! Streng geheime Dokumente von der Erde an. Als sie gingen, wollte ich nachsehen, was das für ein seltsames Licht war. Was soll das denn mal werden? Das ist eine Chrysantheme, Baby. Eine Chrysantheme? Das ist doch keine Chrysantheme. Und das war... Da guter Maxoma! Unglaublich! Ich habe kopiert, so viel ich konnte. Oh, wie dieses Licht geflimmert und gesungen hat. Nichts in meiner Welt hat mir jemals so ein Gefühl gegeben. Es war, als wären meine Augen zum ersten Mal offen. Oh, es war wahnsinnig schön, Mann. Das ist eine Chrysantheme. Power, ich sag euch, das wird die Welt verändern. Ja, das ist echt cool, Mann. Sie nennten das Farbfernsehen. Deine TV-Alien-Lebensgeschichte ist ja total interessant. Aber ich muss los, meine Mom retten. Oh, du meinst dein Nannybot? Nein, ich meine meine Mutter. Sie ist ein Mensch wie ich. Was? Nein, aber ich habe in ihrem Kopfraum gesehen, wie du gesagt hast, mein Leben wäre so viel besser, wenn ich überhaupt keine Mutter hätte. Ich weiß, dass ich
ich das gesagt habe. Aber das war falsch. Ich will sie wiederhaben. Voll fett. Wieso? Weil sie sich um mich kümmert und mir sagt, was ich tun soll. Oh, wie die Supervisorin. Nein, nicht wie die Supervisorin. Meine Mom ist nett. Sie war mit mir im Disneyland und sie liest mir vor und sie macht mir heiße Schokolade. Und sie verbindet meine Wunden und sie umarmt mich und sie... Sie liebt mich. Liebt? Schacht Nummer 3! Stunden. Ah! Blöde Gewichte. Privat. Finger weg. Für Marsianer verboten. George Wibble. Er muss auch als Kind hierher gekommen sein. Wieso hat er mir das verschwiegen? Tuket? Tuket! Halt durch, Kumpel! Alles gut? Oh, hier! Wo ist Wibble, Tuket? Ich muss ihn finden! Er ist der Einzige auf dem Planeten, der mir helfen kann, meine Mom zu retten! Wo so verbrannt ist. Da finden immer Erschießungen statt. Das ist ein Erschießungskommando. Sie wollen Wibble töten. Tuket, wir müssen retten, komm! Ladies! Das macht mich glücklich. Ich bin der Wandel der Atombombe. Wenn ihr mich erschießt, fliegt der ganze Planet in die Luft. Wollt ihr das verantworten? Ah! Okay, jetzt mal in Ernst. Ihr müsst damit so lange den interplanetaren Krieg aus. Leute, Aliens, Marsianer. Okay, hör zu. Ich lebe seit Jahren in eurer Kanalisation. Ich bin verseucht und hab sie angesteckt. Sie brauchen einen Impfstoff und ich bin der Einzige, der ihn hat. Okay, hört zu. Ich hab's kapiert. Hey, ich hab tolle Sachen erfunden. Ich kann euch am Geschäft beteiligen, okay? Wie wär's mit blauer Wimperntusche? Hä? Oder Tetris? Einem Zauberwürfel? Okay. Nein, wir können aber auch. Dungeons and Dragons. Ihr mögt doch Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons. Wie wär's mit Skateboards? Okay. Hey, ich kann euch Monchichi besorgen. Keine hässliche Kopie, sondern echten. Wie wär's mit Pizza? Du Jab! Was haltet ihr von Moonwalk? Die Kinder stören allerdings ein bisschen. Ja! Legwarmer! Hey, wollt ihr das wirklich durchziehen? Ich kann ja nicht so ohne Milo! Oh, hey! Milo, was machst du denn hier? Wonach sieht's aus? Ich rette dich! Aha. Das läuft exakt auf meinem Plan! Okay!
Sexy Bräune ist jetzt weg. Weniger als 3,5 Stunden. Echo! Was für ein unglaublicher Ort! Echt fantastisch. Weißt du, wie sich das für mich anhört? Quibble, lächerlich. Hey, Tuket hat uns über unsere Headsets geortet. Oh. Ich habe Heilsender eingebaut. Ich denke immer an alles. Ich bin einfach Spitze. Ich bin einfach Spitze, Mann. Nick. Leg die Stange auf den Stein hier. Ja, ja, ja. Gut, gut, gut. Der Ort ist wirklich perfekt. Da drüben bauen wir alles wieder auf. Nein. Da, siehst du? Du musst schon still halten. Ja, natürlich, entschuldige. Da bauen wir ein neues Versteck. Ist das mit unserem Schrott voll? Ist doch das Jahre. Was meinst du? Wir beide? Beste Kumpel? Du bist der Kaiser, wenn du willst. Und ich? Ich bin El Presidente. Hey! Du sollst doch nicht schießen! Hatten wir das nicht besprochen? Gib das her! Aber... Du spinnst doch! Das Ding ist gefährlich! Wollt selbst mal Müll damit in die Luft jagen und hat mir fast den Fuß weggeschossen! Ja? Oh gut, ist was leer. Was hältst du davon, wenn wir uns da drüben einrichten? Was meinst du? Am besten, wir nehmen den Lavahang nach oben. Meine Mom läuft die Zeit davon, Grübel, komm jetzt! Hey, nein, 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 warte! Das wird nichts! Du hast doch gesehen, was da oben los war! Mann, die hat mich fast gekillt! Wie ein Hähnchen. Danke für deine Hilfe, aber ich schwöre dir, ich gehe da nie wieder rauf. Nein, das kannst du nicht tun. Du kannst mich jetzt nicht im Stich lassen. Mach's gut. George! Du heißt eigentlich George. Wie hast du mich eben genannt? George! George Wibble! Du warst ein Kind, genau wie ich. Wo hast du das her? Das gehört mir. Deine Mom haben sie auch entführt, richtig? Ist schon okay, Grip. Ich weiß, wie du dich fühlst. Wie ich mich fühle? Wie ich mich fühle. Du hast keine Ahnung, wie ich mich fühle. Siehst du dir an. Damals fiel die Wahl auf meine Mom. Lange bevor sie deine ausgewählt haben. Ich weiß, Grip. Bei mir war es ganz genauso. Nein. Du hast keine Ahnung. Woher solltest du das auch wissen? Ich war ein gutes Kind. Hab immer brav getan, was man mir gesagt hat. War immer ordentlich. Und dann war das der Grund, weshalb sie ausgewählt haben. Weil ich brav war. Oh Mann. Was für eine Botschaft an ein kleines Kind, hä? Ich weiß, das ist so gemein. Nein. Ich sag dir was Gemeines, Mann. Gemeines, wenn ein Haufen gruseliger Aliens dir mitten in der Nacht deine Mutter, den Menschen, die dir am nächsten steht, wegnehmen. Gemeines, wenn du hinter ihnen herläufst, dich in ihr Raumschiff schleichst, sie suchst, aber nicht finden kannst. Und als du sie dann endlich siehst, ist sie an irgendeine Maschine festgeschnallt. Also habe ich mir 2 Atemhelme besorgt und bin hin, um sie zu befreien. Aber damals wusste ich nicht, was ich jetzt weiß. Ich wusste nicht,
dass die aufgehende Sonne die Maschine aktiviert. Ich wusste nicht, was die Maschine mit ihr machen würde. Und da war es zu spät. Da begriff ich, dass ich ganz allein war. Ich würde meine Mutter nie wiedersehen. Und ihr nie mehr sagen können, wie sehr ich sie liebe. Ihr nie mehr sagen können, wie sehr du sie liebst? Wie meinst du das? Nein, darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Das wird nicht passieren. Diesmal nicht. Nicht dir. Wir gehen jetzt sofort da hoch und holen deine Mom da raus. Wirklich? Versprochen? Ja. Wir beide, Mann. Beste Kumpel, nicht wahr? Danke, Gribble. Ja, Mann. Wir holen deine Mom zurück. Beste Kumpel. Das ist sowas wie dieses Liebe-Dings, richtig? Mars-Attack! Hilfe! Nein! Nein! Gribble! Entschuldigung. Nein, Gribble! Jetzt beruhig dich mal wieder! Bitte, bitte nicht! Bitte, Gribble! Gribble, ganz ruhig, hör zu! Sie wird nicht auf dich schießen! Sie erschießt dich nicht! Tut sie nicht? Nein, sie hat uns doch geholfen zu fliehen! Hat sie? Lukas hat sie hergebracht! Hat er? Ich war mal Verwaltungseinheit 231, Key 321. Aber jetzt chille ich lieber mit euch Homies. Was redet sie für ein Blödsinn? Keine Ahnung, sie hat so viel ferngesehen. Aber ich glaube, sie will uns helfen, habe ich recht? 100 Pro! Kommt, wir machen uns vom Acker! Vom Acker? Oh, du meinst wegrennen? Ja, natürlich! Ja. Los, Quirbel, Abflug! Okay. Komm! So was Verrücktes. Kommt, Jungs, hier geht's raus! Müssen wir denn viel rennen? Wartet, Key, jetzt warte mal. Diese Blumengraffitis sind von dir? Das ist voll abgefahren. Abgefahren? Aber sie sollten gut sein. Nein, nein. Abgefahren heißt gut. Ich finde, sie sind der Wahnsinn. Und ich finde, du bist der Wahnsinn. Was? Das ist auch total abgefahren. Was ist das denn? Das? Scheint eine Familie zu sein. Chat mit seinen Eltern. Das ist dieses Liebe-Dings. Ich verstehe nicht. Was sind Eltern? Na, zum Beispiel eine Mom, die sich um ihr Kind kümmert. Sicher gab es bei euch auch mal Familien. Weißt du, wenn ihr Marsianer Mütter hättet, müsstet ihr keine kidnappen, um eure Nannybots zu programmieren. Komm, Gribble. Aber die Supervisorin hat gesagt, wir Marsianer wurden schon immer von Maschinen aufgezogen. Wow. Da hat sie euch eine gewaltige Lüge aufgetischt. Das haben wir nicht gewusst. Das ist die Zitadelle. Wir müssen bis ganz nach oben. Dort an der Oberfläche ist der Kontrollraum. Deine Mutter ist in der Extraktionsmaschine. Hier. Und euer Rückflug zur Erde startet hier im Silo. Das ist ja alles schön und gut, aber wir schaffen es niemals bis zur Zitadelle. Wieso werden die alle kontrolliert? Naja, du bist hier jetzt sowas wie eine Berühmtheit. Wow, wer ist denn der gut aussehende Typ neben dir, Kumpel? Köpfe runter, schnell! Ihr kommt in das skandinavische Vorhänge, wenn sie euch hops nehmen. Moment mal. Da wollen wir doch unbedingt hin. Oh, ja, er ist ja Vollchecker. Was? Hey, wir gehen ins Gefängnis? Nein, aber sie haben mich doch, als sie mich entdeckt haben, ins Gefängnis gesteckt. Und das steht neben dem Silo, in dem ihr Raumschiff steht. Okay. Sub Level 2, lauf vor. Wenn wir es ins Gefängnis und das Silo hochschaffen, können wir an die Oberfläche gelangen. Und da ist Mom. Ja, aber ist das Gefängnis nicht hunderte von Metern über uns? Genau, 314. Okay, wir müssen die Wachen austricksen, die Überwachungskameras ausschalten, dann können wir uns durchs Gefängnis zum Silo schleichen. Wir die zwei Terroristen fangen. Supervisor befehlen, wir sie anschließen müssen in Zellen. Das soll funktionieren? Oh. Die Latina
Masern und eine Zahnfleischentzündung und mir fallen jede Menge Haare aus. Beruhigungsmittel gefangen. Wo sind die? Klarfotzen links. Ich hab nämlich Hühneraugen. Ich hab seit Fieber, Fledermausarme. Und Mundgeruch. Ja, entsetzlichen Mundgeruch. Wieso? Der Wahnsinn. Okay, damit sind wir offiziell am Ende der heutigen Übertragung aus dem Gefängnis. Zucker, komm. Na, Sahn, komm, es geht los. Okay, der Plan sieht so aus. Ich hol meine Mom. Ihr werft schon mal das Raumschiff an und wir verschwinden von hier, bevor die über... Hey, Griff, was machst du da? Das ist Weichei, Mann. Er lebt. Ich muss ihn da unbedingt rausholen. Okay, mach das, aber okay. Beeil dich. Okay. Wir müssen weiter. Okay, los geht's. So muss das gehen. Ja. Komm raus, du verrückter Hund. Was machen die da? Was bedeutet dieses Anfassen und Drücken? Sie umarmen sich. Das gehört auch zu diesen Überdings. Okay, genug umarmen. Okay, komm jetzt. Wir müssen los. Oh. Wow. Ich habe wohl aus Versehen alle Zellen aufgemacht. Let the dogs out. Ja, jawohl. Was ist denn? Was haben die denn? Sie sortieren die Jungen. Es ist wieder soweit. Ja. Die Mädchen werden den Nannybots zugeteilt. Und die Jungs werden zu den haarigen Marsmännchen runtergeschickt, die sie aufziehen. Sie haben gewusst, dass bald ein ganzer Kopf voll Jungs kommen würde. Deswegen haben sie Müll getanzt. Sie haben gefeiert. Ja, aber jetzt sind alle haarigen Marsmännchen hier. Unten ist niemand, der sich um sie kümmert. Niemand, sie werden da ganz allein sein. Bedeutet allein sein, ohne dieses verrückte Liebedings zu sein? Ja. Jetzt kommt, wir müssen weiter. Warte. Warte. Rutsch den Müllschacht runter. Hört jetzt gut zu. Wenn ihr in Müllschacht Nummer 3 springt, dann könnt ihr die Kleinen retten. Okay? Habt ihr verstanden? Ihr springt in den Schacht. Nummer 3. Komm, Blitz. 1, 2, 3. Wir müssen los. Die kommen schon drauf. Nein, kommen sie nicht. Sie sind dumm wie Bohnenstroh. Okay. Wir müssen los. Spring du voraus, Weichei. Zur Oberfläche führt. Aber wie kommen wir an den Wachen vorbei? Das ist total einfach. Hey, nehmt euch jetzt den Helm und macht ihn richtig fest. Ihr seid super, super, super. Wow! Hier, vergiss den nicht. Wir bleiben in Kontakt, okay? Da drüben ist die Leiter kleiner. Viel Glück! Ja, schon. Ich meine, ich habe das gesagt, weil das Raumschiff so ein stimmenaktiviertes Startsystem hat. Also dachte ich, na, ich nehme einfach Rebel. Key schien mir kein Wort zu sein, das ein Triebwerk startet. Verstehst du? Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ist Key eigentlich ein perfektes Wort dafür, weil es in Englisch Schlüssel bedeutet. Weil ja ein Schlüssel Dinge aufschließt. Wie mein Herz. Du wechselst schon wieder die Farbe, wie cool! Rebel, Key! Ich bin fast da! Nein! Welcher Idiot hat den denn hier vergessen? Milo? Rebel!
Doch. Das liegt doch auf meinem Weihnachtsholzstempel.
Den Helm drüber! Den Helm drüber! Und den Kopf hoch, gut. Milo, du hast mich gerettet. Nein, das war Gribble. Nein, Bruder. Nein, das warst du, Mann. Das warst du. Du hast deine Mom gerettet. Es tut mir so leid, was ich gesagt habe, Mami. Mein Leben wäre überhaupt nicht besser ohne dich. Oh, Milo. Mein lieber Schatz. Täter, du! Nein, ich für euch getan! Ich das für euch alle getan! Sei ruhig, du Henker! Ich würd leid tun! Los, lass uns! Bleibst du hier? Wow. Wow. Weißt du, ich glaube, ich werde... Auf dem Mars ist es jetzt anders. Ich kann mit Kiri rumhängen. Beim Sprayen helfen und so. Rot kann er schon richtig gut. Werden wir uns jemals wiedersehen? Soll das ein Witz sein? Natürlich. Wir bleiben in Kontakt. Und wie? Lass dich überraschen. Ich mach das schon. Das wird grübeltastisch. Beste Freunde? Na, was denn sonst? Danke, Gribble. Deine Mutter wäre so stolz auf dich. War schön mit euch. Ich habe Allergie, ich heule doch nicht. So was Doofes. Wiedersehen, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen.
hab dich so lieb, Milo. Das weiß ich. Jetzt. Dad! Hallo, Stinker. Was ist los mit Milo? Ist was passiert? Aber man kann es wirklich leicht verwechseln. Hatte ich dir nicht gesagt, du sollst das essen? Aber das willst du doch jetzt nicht mehr, oder? Mit dem Staubsauger saugt sie immer durchs Haus. Sie saugt immer im Haus rum. Ja, genau so macht sie's, ja. Nein. Hallo Spaß, hallo Scherz. Ach, beachte ihn nicht erst. Ich habe versucht, ihn zu meinem Bodyguard zu machen, aber... Er ist zu nichts nutzen. Er ist einfach nur ein Feigling. Nein, weißt du was? Das wird mehr als cool. Das wird... Gribbeltastisch. Ja! Fürs Abhauen zum Beispiel! Renn, 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 renn! Und es gestartet endlich! Hanna, ich bin ein Flippy, Superman, Hippie, los, Scotty, beam mich hoch, ein Ten-Topper, Hip-Hopper! Hör auf, dich wie ein Idiot zu benehmen! Sag mir lieber, wo ich hin soll! Oh, hast du mich gerade Idiot genannt? Klappe? Ha ha ha!